Auf der anderen Seite besteht aber mit dieser Aussetzung der Insolvenzantragspflicht die Gefahr, dass sogenannte Zombie-Unternehmen geschaffen werden. Also solche, die halbtot noch am Markt operieren, aber eigentlich aus eigener Kraft nicht mehr bestehen können. Moin, liebe Zuschauer. Mein Name ist Henning Peters von Reimer Rechtsanwälte, dort zuständig für die Sanierungsberatung. Wann liegt eine Insolvenz im Sinne des Gesetzes überhaupt vor? Etwas umgangssprachlicher also ausgedrückt, wann ist eine Person pleite? Wenn ich hier von Person spreche, dann kann das sowohl eine natürliche Person, also jeder Mensch sein, aber auch eine juristische Person, also eine GmbH, eine AG oder eine GmbH und Co. KG. Das maßgebliche Gesetz ist insoweit die Insolvenzordnung. Dort sind in § 17 und § 19 zwei Definitionen der Insolvenz gegeben. Erstens ist eine Person also insolvent, wenn sie zahlungsunfähig ist. Im ersten Zugriff könnte man nun annehmen, man ist nur zahlungsunfähig, wenn man überhaupt gar keine Zahlungen mehr leisten kann. Also, es sind alle Konten gesperrt und man hat nicht mal mehr einen Euro in der Tasche. Dem ist allerdings nicht so. Zahlungsunfähig ist eine Person vielmehr bereits dann, wenn sie weniger als 10% ihrer fälligen Schulden in den nächsten 3 Wochen nicht bezahlen kann. Um das einmal in einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich kaufe eine Jeans im Versandhandel für 100 Euro. Der Betrag wird fällig, ich muss die Rechnung bezahlen, ich habe aber nur 89 Euro im Portemonnaie bzw. auf dem Konto. Dann kann ich also 11 Euro meiner fälligen Rechnung nicht bezahlen, 11 Euro meiner fälligen Schulden. Das sind mehr als 10% und ich bin damit zahlungsunfähig. Ich kann nun einen Insolvenzantrag stellen, um in den Genuss der Restschuldbefreiung zu kommen. Ich muss es aber nicht. Anders jedoch bei den juristischen Personen, also bei der GmbH, bei der AG oder auch bei der GmbH und Co. KG. Bei ihnen ist der Geschäftsführer bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit verpflichtet, unverzüglich den Insolvenzantrag zu stellen. Tut er dies nicht, liegt Insolvenzverschleppung vor. Der Geschäftsführer haftet also auch mit seinem Privatvermögen und macht sich möglicherweise noch strafbar. Bei der juristischen Person gibt es neben der Zahlungsunfähigkeit auch noch den Tatbestand der Überschuldung. Bei der Überschuldung kommt es also nicht allein nur darauf an, wie viel Geld aktuell noch vorhanden ist und wie viele Schulden aktuell fällig sind, sondern es wird vielmehr der Wert aller Vermögensgegenstände der Gesellschaft zusammengerechnet. Das sind die sogenannten Aktiva. Und auf der anderen Seite werden alle Schulden aufsummiert, egal wann und ob diese fällig werden. Das sind dann die sogenannten Passiva. Sollten dann nun die Schulden größer sein als die Vermögenswerte, dann liegt eine rechnerische Überschuldung vor. In einem zweiten Schritt muss dann allerdings noch geprüft werden, ob die Gesellschaft zumindest dieses und das nächste Jahr alle fälligen Schulden bezahlen kann. Sollte das der Fall sein, dann liegt zwar eine rechnerische Überschuldung vor, aber das Insolvenzrecht sagt dann, es ist nicht notwendig, einen Insolvenzantrag zu stellen, weil die Gesellschaft ja zumindest noch dieses und das nächste Jahr durchfinanziert ist. Welche Auswirkungen hat es rechtlich, wenn man insolvent ist? Der nächste Schritt ist dann der Gang zum Insolvenzgericht. Dort wird dann ein Insolvenzantrag gestellt und das Insolvenzgericht wird dann häufig einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen. Dieser Insolvenzverwalter hat die Aufgabe, das Vermögen der insolventen Person so gut wie möglich zunächst zu sichern und sich einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse zu schaffen. Sollte auch noch ein Geschäftsbetrieb laufen, wird er diesen regelmäßig fortführen. Dafür kann der Insolvenzverwalter, der vorläufige Insolvenzverwalter, auf das sogenannte Insolvenzgeld zurückgreifen. Beim Insolvenzgeld werden die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer für maximal 3 Monate von der Agentur für Arbeit gezahlt. Damit sollen hauptsächlich die sozialen Härten für Arbeitnehmer abgefedert werden, wenn der Arbeitgeber ins Insolvenzverfahren fällt. Als Arbeitnehmer ist man ja regelmäßig vorleistungspflichtig. Sprich, man muss erst arbeiten und bekommt dann am Ende des Monats hoffentlich sein Geld. Ein wichtiger Nebeneffekt des Insolvenzgeldes ist aber auch, dass der vorläufige Insolvenzverwalter ein fortführungswürdiges Unternehmen zunächst für 3 Monate fortführen kann, ohne dass er die Personalkosten bezahlen muss.
Die Personalkosten muss über das Insolvenzgeld aber nicht jeder von uns, also jeder Steuerzahler, bezahlen. Das Insolvenzgeld wird nicht über Steuergelder finanziert, sondern durch eine Umlage aller Arbeitgeber. Wenn sich der vorläufige Insolvenzverwalter nun einen Überblick über alle Vermögensverhältnisse verschafft hat, reicht er bei Gericht sein Gutachten ein. Dieses Gutachten hat zwei ganz wesentliche Kernaussagen. Das ist einerseits, ist der Antragsteller tatsächlich zahlungsunfähig überschuldet? Und andererseits, ist ausreichend Masse vorhanden, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu bezahlen? Liegt beides vor, wird das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet. Nun haben die Gläubiger, also alle Personen, die einen Anspruch gegen die insolvente Person haben, die Möglichkeit, ihre Ansprüche zur Insolvenztabelle anzumelden. Der Insolvenzverwalter prüft dann diese Forderungsanmeldung und erkennt, wenn sie denn berechtigt sind, die Forderungen an. Diese Beschränkung der Durchsetzungsmöglichkeit aller Ansprüche, der sogenannten Insolvenzforderung, auf nur noch die Anmeldung zur Insolvenztabelle ist dabei ein ganz zentrales Element des Insolvenzverfahrens. Wie eben schon erläutert, reicht bei der Insolvenz das Vermögen einer Person nicht aus, um alle Schulden zu bezahlen. Wir haben eine Überschuldung. Mindestens ein Gläubiger geht also leer aus. Jeder Gläubiger müsste also versuchen, seine Ansprüche so schnell und so aggressiv wie möglich zu realisieren. Dieses Windhorn-Prinzip, dass aber derjenige, der am schnellsten oder aggressivsten seine Ansprüche vollstreckt, 100% bekommt, während ein anderer, der möglicherweise nur wenige Tage später die Vollstreckung einleitet, gar nichts mehr bekommt, das hat der Gesetzgeber für ungerecht und vor allen Dingen für ineffizient befunden. Durch die Beschränkung auf die Anmeldung zur Insolvenztabelle kommt es nicht mehr darauf an, wer am schnellsten seine Forderungen vollstreckt, sondern alle Gläubiger bekommen am Ende des Insolvenzverfahrens die gleiche Quote. Daher kommt im Übrigen auch der alte Begriff für die Insolvenz, der Konkurs. Dieser Begriff stammt von dem lateinischen Verb concurrere, was zusammenlaufen bedeutet, und damit zum Ausdruck bringt, dass nicht jeder Gläubiger einzeln losläuft und versucht, seine Forderungen zu vollstrecken, sondern vielmehr alle gemeinsam, vertreten durch den Insolvenzverwalter, loslaufen. Von diesem zentralen Prinzip der Gläubigergleichbehandlung gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, sonst wäre das Insolvenzrecht ja auch viel zu einfach. Eine wichtige Ausnahme sind dabei die sogenannten Kreditsicherheiten, also zum Beispiel der Eigentumsvorbehalt oder auch die Grundschuld bzw. die Hypothek. Diese Sicherheiten gewähren den Insolvenzgläubigern, wie der Name schon sagt, eine Sicherheit und damit eine besondere Stellung im Insolvenzverfahren und letztlich einen Vorrang vor den übrigen, ungesicherten Gläubigern. Der Insolvenzverwalter prüft nun also einerseits alle Forderungsanmeldungen inklusive der möglichen Sicherheiten und macht andererseits das gesamte Vermögen, was er vorfindet, zu Geld. Dabei versucht der Insolvenzverwalter, das Unternehmen als Ganzes auf einen neuen Investor zu übertragen. Das spart natürlich einerseits Aufwand, weil der Insolvenzverwalter nicht für jeden einzelnen Gegenstand eine gesonderte Rechnung bzw. einen Vertrag schreiben muss. Zum anderen führt dies aber auch häufig zu einem höheren Kaufpreis, weil der Investor einen komplett fertig ausgestatteten Betrieb inklusive aller Betriebsmittel und Arbeitnehmer bekommt. Anders als viele denken, soll der Insolvenzverwalter das Unternehmen also nicht einfach nur abwickeln, sondern vielmehr fortführen und erhalten. Der Insolvenzverwalter ist also weniger Totengräber als vielmehr Sanierer. Wenn aber die Fortführung des Betriebes wirtschaftlich nicht möglich ist, dann ist es auch Aufgabe des Insolvenzverwalters, den Betrieb einzustellen und diesen ordnungsgemäß abzuwickeln. Dazu gehört dann auch die Prüfung von Ansprüchen wegen Insolvenzverschleppung, falls der Geschäftsführer entgegen der gesetzlichen Regelung den Insolvenzantrag nicht unverzüglich gestellt hat. Am Ende des Insolvenzverfahrens, wenn der Insolvenzverwalter also alle Vermögensgegenstände einerseits zu Geld gemacht hat, andererseits aber auch alle Forderungen geprüft hat, und das kann bei großen Unternehmen leicht schon einmal 10 Jahre oder länger dauern, dann verteilt der Insolvenzverwalter an alle berechtigten Gläubiger die gleiche Quote. Auch hier zeigt sich wieder das Prinzip der Gläubigergleichbehandlung. Für die Quotenverteilung wird das vorhandene Guthaben auf der einen Seite auf dem Insolvenzsonderkonto durch die festgestellten und damit berechtigten Insolvenzforderungen geteilt. Was da rauskommt, ist dann die Insolvenzquote.
Diese beläuft sich allerdings durchschnittlich in Deutschland auf ca. 3-5%. Mit der Auszahlung dieser Insolvenzquote findet das Insolvenzverfahren dann seinen Abschluss. Eine GmbH wird anschließend aus dem Handelsregister gelöscht und natürliche Personen erhalten unabhängig von der Dauer des eigentlichen Insolvenzverfahrens die Restschuldbefreiung. Sprich, sie werden von fast allen ihren Schulden befreit. Gibt es Sonderregelungen wegen der Covid-19-Pandemie? Es gibt eine Vielzahl von Mitteln, um die ökonomischen Folgen der Covid-19-Pandemie abzumildern und so eine Insolvenzwelle zu vermeiden. Neben den diversen Hilfen, denen ihr mit Sicherheit kennt, also bei denen Unternehmen unmittelbar Geld erhalten, also zum Beispiel die Corona-Soforthilfe, die Kredite der KfW oder auch das Kurzarbeitergeld, ist aber auch bzw. war die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, bis zum 30. September ausgesetzt. Wie zu Beginn erläutert, muss eine juristische Person normalerweise bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung unverzüglich den Insolvenzantrag stellen. Dies gilt bzw. galt bis zum 30. September nicht. Die Bundesregierung wollte damit verhindern, dass allein wegen der Covid-19-Pandemie und der hoffentlich kurzfristigen Umsatzeinbußen der Unternehmen es zu massenhaften Insolvenzen kommt. Das scheint auch funktioniert zu haben. So gab es zumindest in den letzten Monaten deutlich weniger als Insolvenzanträge als in den Monaten des Vorjahres. Auf der anderen Seite besteht hier aber die Gefahr, dass sogenannte Zombie-Unternehmen geschaffen werden. Das sind solche, die aus eigener Kraft gar nicht am Markt bestehen können und nur noch weiter so halbtot rumlaufen, weil einerseits der Staat ihnen unter die Arme greift und sie andererseits keinen Insolvenzantrag stellen mussten. Diese Unternehmen, diese halbtoten Unternehmen, konnten in den letzten Monaten noch mehr Schulden anhäufen, ohne irgendeine Sanktion zu befürchten. Hier sieht man also, dass auch die Marktaustrittsfunktion des Insolvenzverfahrens zusammen mit der Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wurde. Diese Aussetzungsfrist ist nun für die Überschuldung noch einmal bis zum Ende des Jahres verlängert worden. Das gilt, und das ist ganz wichtig, allerdings nicht für die Zahlungsunfähigkeit. Dies ist in der Berichterstattung in den letzten Monaten etwas untergegangen. Der Geschäftsführer einer juristischen Person muss nun aber wieder unverzüglich nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag stellen. Eine weitere aktuelle Änderung, die die natürlichen Personen betrifft, ist die Verkürzung der Restschuldbefreiungsfrist. Wie eben bereits erwähnt, waren und sind natürliche Personen nicht zur Stellung eines Insolvenzantrages verpflichtet. Sie können aber einen Insolvenzantrag stellen, um die Restschuldbefreiung zu erlangen und so sich all ihrer Schulden zu entledigen. Die Frist betrug bis zum Ende letzten Jahres noch 6 Jahre und wird ab dem 1. Oktober diesen Jahres auf 3 Jahre verkürzt. Dies gilt allerdings nicht rückwirkend, sondern nur für Insolvenzverfahren, die ab dem 1. Oktober beantragt werden. Und damit komme ich nun zum Schluss unserer kleinen Kaffeerunde. Ich hoffe, Sie bleiben gesund und solvent. Auf Wiedersehen.